Friede sehr, liebe Schwester, lass uns mal aufstehen, begrüß mal deinen Nachbarn, sag, schau mal zumindest zu ihm, dass er dich wahrnehmen kann. Schön, dass du da bist, du hast es heute Morgen geschafft, es ist schon hell, sogar vor einer halben Stunde war es schon hell. Es ist sehr schön jetzt im Sommer. Ja, lasst uns starten heute. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt von deinem Wort hören dürfen. Ich danke dir, Herr, dass wir auch heute wieder hören dürfen, ja, was du für uns hast heute. Du siehst, was wir heute auch ins Frühgebet gebracht haben. Du siehst, was wir heute hier hingebracht haben, spezielle Gebetsanliegen. Oder vielleicht sind wir einfach hier und wir wollen hören, was du zu uns zu sagen hast. Ja, und dein Wort sagt, wenn wir uns ausstrecken, dann lässt du dich finden. Und das wollen wir auch heute annehmen, an diesem Morgen, Herr, in Jesu Namen. Amen. 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 In 1. Johannes 1, Vers 1 sagt es, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Ja, hier geht es darum, wie wir, mit welchen Sinnen, wie wir eigentlich schon erfahren haben, dass Jesus unser Retter ist und Heiland. Das haben wir nicht nur gesehen, sondern wir haben es ja bewusst gesehen und wir haben es sogar berührt. Und ich möchte heute so ein bisschen über Wahrnehmungen sprechen, über Dinge, die wir sehen und vielleicht die wir auch nicht sehen. Und da möchte ich etwas anfangen. Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen. Das fand ich sehr interessant. Und es ist ja so, dass wenn wir uns bewegen in unserer Umwelt, also zum Beispiel jetzt, wo du jetzt hier stehst und hier auf die Bühne schaust, dann nehmen wir eine Flut von Informationen wahr, beziehungsweise diese vielen Informationen, die treffen auf uns ein. Wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren und da ist eine Ampel und dann siehst du, die Ampel ist rot und dann weißt du, okay, jetzt muss ich langsam bremsen. Die Informationen, die auf uns eintreffen, das sind ungefähr 1 Milliarde Bit, also Bilder, Geräusche, Gerüche und so weiter. Und ich möchte mal so ein kurzes Beispiel machen. Wenn du jetzt mit dem Fahrrad die Ampel siehst, dann siehst du eigentlich nur, okay, die Ampel ist rot, aber dass jetzt zum Beispiel die Ampel da rechts hängt, dass sie eine weiße Umrandung hat, dass oben noch eine Ampel hängt, dass vor der Ampel noch eine Buche ist und danach ist eine Eiche und auf dem Boden ist so ein kleines Steinchen und das Vögelchen zwitschert und die Tonhöhe und die Tonfolge, das ist ja alles das, was eigentlich da ist, aber wir verarbeiten das nicht. Und das ist einfach eine Strategie von unserem Gehirn. Von diesen 1 Milliarde Bits pro Sekunde verarbeiten wir weniger als 100 Bits. Also wir filtern extrem und ja, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel manchmal sagen, ja, ich habe das nicht gesehen oder ich habe das nicht gehört. Wenn wir jetzt wieder im Straßenverkehr, ich habe den übersehen oder ich habe den nicht gesehen, wenn der Beifahrer dich auf das aufmerksam macht. Die Informationen sind ja schon an dich herangetragen worden, aber es wurde halt weggefiltert. Es ist nicht von diesen 1 Milliarde, ist es nicht auf diesen 100 Bits, ist es dort nicht angekommen. Und von dem, was wir verarbeiten, dann geben wir dann auch wieder was ab und das sind ungefähr 10 Millionen Bits, also nur ein Hundertstel davon, von dem, was wir aufnehmen, in dem, dass wir reden, dass wir gestikulieren, und das, was wir wieder an unsere Umwelt abgeben. Und diese Strategie des Filterns von Informationen, die hat große Vorteile. Und zwar braucht unser Gehirn, um zu arbeiten, nur ungefähr 25 Watt an Leistung. Unser Körper produziert Wärme, Nährstoffe und so weiter. Und 25 Watt, und mit diesen 25 Watt können wir uns eben bewegen. Zum Beispiel bleibe ich mal wieder dabei im Straßenverkehr. Wenn wir jetzt stattdessen einen Computer hernehmen, der macht es ganz anders. Der hat überall Sensoren, der misst alles und der muss alles verarbeiten. Die ganze Informationsflut muss der verarbeiten, auch die Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber das weiß er gar nicht.
Und wir, ja, wir können das filtern und dadurch können wir uns überhaupt, ja, dadurch können wir uns überhaupt bewegen in unserer Umwelt. Und das hat natürlich riesige Vorteile. Es hat aber auch bestimmte Nachteile. Denn es gibt eben bestimmte Dinge, die wir so gar nicht wahrnehmen. Und ich möchte einen Grund dafür nennen, warum es wichtig ist, unsere Wahrnehmung zu schärfen. Und das ist, damit wir sehen, dass Gott die Schöpfung wunderbar gemacht hat. Und es ist so, manchmal nehmen wir die Dinge erst bewusst wahr, wenn wir in einer besonderen Weise darauf gestoßen werden. Mir ist es mal so bewusst geworden, ich konnte ja im Februar in Kalifornien sein und da konnte ich so einen Küstenmammutbaumwald besuchen. Das sind Wälder, da ist meistens so ein bisschen Nebel drin und dann wachsen da diese riesigen Bäume. Die sind doppelt so groß wie eigentlich die größten Bäume, die wir hier so haben. Die sind die können mehr als 100 Meter hoch werden. Das ist höher als die Frauenkirche hoch ist. Und dann kannst du da durch diesen Wald gehen und diese riesigen Bäume sehen. Auch interessant ist, dass 1000 von diesen Samen wiegen nur 3 Gramm. Und aus diesen kleinen Samen werden diese riesigen Bäume. Also wirklich faszinierend. Das Holz ist sehr, sehr begehrt. Deswegen gibt es auch von diesen Bäumen nicht mehr allzu viele. Und interessant war, als ich dann abends da zu meiner Bleibe gekommen bin, dann habe ich festgestellt, direkt vor dem Haus stehen auch diese Bäume. Nur halt so ein bisschen kleiner. Die waren jetzt dann nicht gleich 100 Meter hoch, aber es waren die gleichen Bäume. Ich hatte mir da war ein Sturm gewesen, deswegen waren da Äste abgefallen so in diesem Park. Und da hatte ich mir so ein Stückchen mitgenommen, Und dann habe ich das wirklich gesehen. Aber warum habe ich das gesehen? Weil ich mir in dem Park die Bäume genau angeschaut hatte. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre mir das ja nie aufgefallen, dass da das steht. Und ja, wir sehen, das ist deswegen wichtig, weil wir sehen manchmal eben, haben diesen Blick verloren für Gottes Größe in seiner Schöpfung. Und der Psalm 19 sagt, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem nächsten davon und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Vers 4, dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Wir sehen, dass hier das sagt die Bibel, dass das passiert leise. Die Natur, die Schöpfung, die schreit in der Regel nicht. Also so große Mammutbäume, die sind... Die reden vielleicht ein bisschen lauter jetzt, ne, weil die einfach so imposant sind. Aber oft ist es so, dass zum Beispiel jetzt hörst du die Vögel draußen. Jetzt sind die Fenster zu. Aber es sind, wir sehen, die Dinge sind oft sehr leise. Es sei denn, du willst am Samstag schlafen, dann hörst du die Vögel, denn die sind in der Stadt sehr, sehr laut. Ja. Aber die Dinge sind oft sehr, sehr leise. Und wie können wir... warum ist das wichtig? Weil manchmal, ne, dann sind wir, wenn wir mutlos sind, wenn wir Hoffnung brauchen, dann kann uns dieser Blick in die Schöpfung einfach diesen Mut wieder geben, diese Zuversicht geben und diese Hoffnung geben, dass Gott einfach so groß ist. Und da ist es dann, ich sage in Anführungszeichen, so einfach, wir müssen nur rausschauen, wir müssen nur seine Schöpfung anschauen, aber wenn wir das alles wegfiltern, weil wir das so gewohnt sind, gerade der Weg zur Arbeit, ja, was sehen wir da heutzutage noch? Die Wege, die wir regelmäßig tun, da sind wir einfach so gewohnt, dass nur noch ganz wenig an uns rankommt. Und deswegen möchte ich dich mal ermutigen, heute oder vielleicht die nächsten Tage, wenn du mal an einem Weg entlang gehst, wo Bäume stehen, das ist ja in München an sehr vielen Stellen der Fall, schau mal ein bisschen nach oben. Ich sage das manchmal zu meiner Frau, weil die kennt das schon von mir. Und dann macht sie das auch und dann sagt sie mal, ja, wirklich, das ist schön, weil es ist so in Brasilien, wo meine Frau herkommt, da sind halt die Bürgersteige nicht so gut. Und dann hat man da auch jetzt nicht feste Wanderschuhe an, weil es einfach sehr warm ist. Das heißt,
Man muss wirklich, wenn man läuft, eigentlich permanent auf den Boden schauen und gucken, wo man hintritt. Und wo sie dann nach Deutschland kam, dann habe ich mir gedacht, schaust du denn immer nach unten? Schau doch mal, was hier so alles passiert. Na, das hatte so diesen Grund. Wir brauchen das ja oft hier nicht, dass wir jetzt ständig hier auf den Boden schauen müssen. Aber wir schauen oft gerade. Aber schau mal ein bisschen nach oben, wenn du an Bäumen vorbeigehst. Da möchte ich dich mal ermutigen. Und was noch besser ist, wenn du die Möglichkeit hast, mit Kindern unterwegs zu sein. Gerade idealerweise Kinder im Kindergartenalter oder im Grundschulalter. Ich habe letzten Samstag eine Fahrradtour gemacht mit meinem jüngsten Sohn, der ist jetzt im Grundschulalter, in den Olympiapark. Und wir mussten zigmal anhalten. Also dann war es so, plötzlich, warte mal Papa, und dann hat er gebremst, Fahrrad abgestellt, ist ein paar Meter zurückgegangen und dann hat er geguckt, was da war, irgendwas am Weg, hat irgendwas geglitzert oder da war irgendwas an der Seite und dann hat er mir das gezeigt und hat sich das angeschaut. Und das sind so diese verborgenen Schätze am Rand. Kinder sehen einfach da noch viel mehr. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir diese Sachen wahrnehmen. Nicht einfach nur, weil es schön ist. Das selbst ist auch schon ein Grund. Wir sollen die Schöpfung, die Gott wunderbar gemacht hat, wir sollen es auch genießen können. Der Spaziergang durch den Park, der ist gut für unsere Erholung, der stärkt uns. Und es ist einfach was Schönes, was Gott für uns gemacht hat. Aber auch, damit wir sehen, Gott ist in der Kontrolle und Gott ist groß und er ist mächtig. Amen. Halleluja, Herr Jesus. Ja, Herr, wir danken dir. Ja, Herr, dass du groß und mächtig bist, Herr. Ja, wir danken dir, Herr, dass wir in dieser wunderbaren Natur leben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass die Schöpfung, Herr, die du wunderbar geschaffen hast, uns zur Ermutigung dient, Herr. Ja, Herr, vergib uns, wenn wir oft die Dinge gar nicht mehr sehen, wenn wir sie oft gar nicht wahrnehmen, oder wenn wir sie nur wahrnehmen, wenn wir wirklich richtig drauf gestoßen werden. Ja, Herr, wir möchten, Herr, sensibel sein für deinen Heiligen Geist, Herr, der unsere Augen leiten soll, der unsere Sinne, Herr, schärfen soll, der uns zeigen soll, was sollen wir wahrnehmen, wo sollen wir hinschauen. Ja, Herr, wir wollen empfänglich sein für diese kleinen Dinge. Wir wollen diese kleinen Dinge, Herr, wahrnehmen, mit denen du auch zu uns sprechen möchtest, mit denen du uns ermutigen möchtest. Und da wollen wir uns ausstrecken, Herr. Herr, gerade an diesem heutigen Tag, Herr, zeig du uns, was du uns vielleicht schon lange zeigen wolltest, Herr, am Weg, Dinge. Ja, ich habe jetzt nur über Dinge gesprochen, aber auch, vielleicht sind es auch Menschen, Herr, die du uns einfach zeigen möchtest, auf die du uns aufmerksam machen möchtest.